Shalom, Guildhunter. Ich bin letztens zufällig auf den Begriff Old Money gestoßen und muss gestehen, dass ich diesen Begriff vorher nicht kannte. Vielleicht deswegen, weil das cringe klingt, keine Ahnung. Ergo bedeutet das, dass ich ein Boomer bin. Old Money bedeutet eigentlich, dass Generation Z-Kinder ohne bunte Haare, die nichts in ihrem Versagerleben geleistet haben, Daddys Kreditkarte besitzen und so tun, als würden sie etwas Besonderes sein. Das sind also Zicken, die zu viel Langeweile haben und bewusst Outfits von ihren Großeltern anziehen, einfach nur, weil sie es können und reden dabei so passiv-anal-verkehrend passioniert wie Shindy. Sinn und Zweck davon ist, dass sie keine Iced-Out-Uhren tragen, sondern bewusst einen auf Humble machen, wie das normal war, als sie noch flüssig waren. Das bedeutet, du stellst deinen Reichtum zur Schau, indem du nichts trägst, was darauf deuten könnte, dass du dumm genug bist, für teure Dinge viel Geld auszugeben. Vermutlich ist das daraus entstanden, weil die Eltern verboten haben, das ganze Erbe zu verballern für käufliche Liebe und chemische Substanzen. Uns interessieren aber die Autos, die nach Old Money aussehen und nicht die Versager, die das fahren. Es sind also Klassiker, die keine hat, aber sau teuer sind, weil es nun mal so ist. Abonniert den Kanal und liked das Video. Los geht es mit dem BMW 8er E31, wo wir den Fakt ignorieren, dass die Leute mit Cringe-Lot-Titel ihre Klamotten bei Shein kaufen und darin von ihrem Onkel missbraucht wurden, während Careless Whisper lief. Man musste ja irgendwie für Stimmung sorgen. Der 8er war das Oberklasse-Coupé von BMW, das sich mit der S-Klasse-Coupé von Mercedes bettelte und leider scheiterte. Damit zeigt man seinen Eltern am meisten, dass man sie nicht leiden kann, weil sie einen selber nicht wollen. BMW konnte sich nie so wirklich entscheiden, wie man das Ding nun nennen sollte. Vorher war es zweimal ein 6er BMW, danach fiel er ein paar Jahre lang aus wegen Regen, nur um dann wieder zwei Generationen 6er BMW zu heißen, nur um jetzt wieder 8er BMW zu heißen. 2015 waren noch etwa 1900 in Deutschland angemeldet. Er ist also dementsprechend selten. BMW wäre heute nicht BMW, wenn diese Autos nicht von elektrischen Problemen geplagt wären. Modelle von 89 bis 92 sind praktisch Müll, weil die Elektrik noch unnützer ist als man selbst. Ab 1993 wurde sie besser, aber deutlich besser ist sie ab 1995. BMW-Boomern geht einer auf das Auto ab, weil sie meinen, dass es einer der besten BMWs ist, der je produziert wurde. Er ist nur sehr reparaturbedürftig und die Ersatzteile sind extrem teuer, weil sie größtenteils nicht mehr zu kriegen sind. Es kommt dann immer die Ausrede, ja, wenn er läuft, dann läuft er ewig. Nur eben, bis man wieder das Doppelte an Geld reinstecken muss, was die Karre überhaupt wert ist. 8er BMWs waren so voll mit Technologie, dass der Grundpreis 150.000 D-Mark betrug, was umgerechnet ca. 80.000 Euro sind in der Theorie natürlich. Wenn man die Inflation mit einbezieht, dann kommt man auf 150.000 Euro. Heute, über 30 Jahre später, kostet er inzwischen zwischen 20.000 und 90.000 Euro. Das erscheint etwas teuer und sollte nur bedacht werden, wenn man wie 80er Jahre Dieter Bohlen seine Haare stylt und zu seinem Hörbüchern die Palme wedelt. Das ist nebenbei bemerkt auch der einzige BMW ohne B-Säule, was sie leider nicht beibehalten haben und daher verdient floppte. Weiter geht es mit dem Porsche 911er 946. Hitlers Lieblingsauto ist heutzutage einer der schnellsten Sportwagen der Welt. Was meine ich damit? Der 911er basiert auf einem VW Käfer, ein Auto, das vom Porsche OG entwickelt wurde, was übersetzt heißt, dass er das Design natürlich geklaut hat. Jedenfalls hat sein Sohn den Käfer angeguckt, sich wahrscheinlich bekippt und den ersten Porsche Sportwagen kreiert. Dieses Design hält bis heute an und schreit nach behaarter Bikini-Zone. Der 964 ist die dritte Generation der legendären 911er Baureihe und Puristen werden beim Anblick nass, weil es noch ein luftgekühlter Porsche ist. Technisch gesehen ist luftgekühlt nicht mehr zeitgemäß, wie es Porsche-Fanboys vorsichtig erklären, aber auf diesem Kanal werden Dinge direkt ausgesprochen. Analherpes. Oh, pardon, ich meinte erst direkt im Vergleich zur Wasserkühlung. Weniger Verbrauch, mehr Leistung und so weiter. Luftgekühlte Porsche sind deswegen so teuer, weil sie einen besseren Klang haben und ein sanftes, anuskitzelndes Gefühl wiedergeben. Wie ein Onkel, der einen nachts Dinge flüstert mit seiner tiefen Raucherstimme. Wenn er glücklich werden will, in jede Woche gekürzt wieder. 60.000 Euro muss man dafür mindestens bereit sein auszugeben für ein VW Käfer Design à la Bonheur. Die runden Scheinwerfer passen bestimmt gut zu den Strumpfhosen, die man tragen muss, um den schön zu finden. Vor 10 Jahren hat man den noch für die Hälfte bekommen und die werden bestimmt nicht billiger. 6-Zylinder Boxermotor klingt halt so, wie das Auto aussieht. Man muss es mögen, ein Auto zu fahren, was für Menschen bestimmt ist, die nur 1,60 groß sind, um es einigermaßen bequem zu haben. Es kann ansonsten schnell passieren, dass man seinem Sitznachbarn die falschen Signale sendet und er diese je nach Situation erwidert. Das Gute ist, dass es hier wenig verbastelte Modelle gibt und die Kunden davon eh demnächst aussterben, was auch nicht schlimm ist, da sie gerne Handschuhe tragen beim Autofahren. Der zweitgrößte NPC-Cringe-Move, den man beim Autofahren machen kann im 21. Jahrhundert. Ratet mal, was Platz 1 ist. Man muss eigentlich nur bedenken, dass Ausstattung
Sicherung damals nicht so wichtig war, weshalb es nicht unbedingt eine Klimaanlage, Bordcomputer, Ledersitze oder Airbags gab. Auch viel Spaß bei Ersatzteil besorgen. Der Ferrari 348 ist ein weiterer Klassiker, der von Boomer-Fetischisten geliebt wird. Vermutlich, weil es einen 348 TS gibt, der nicht für das präferierte Geschlecht gilt, sondern für transversale Spider. Transversale steht für im hinteren Teil des Motors ist das quer eingebaute Getriebe und Spider bedeutet Targadach. Ganz logisch und wichtig im Namen festzuhalten. Normalerweise ist ja ein Getriebe auch auf dem Reifen montiert. Das kann man ja leicht verwechseln. So viel hat Ferrari damals von seinen Kunden gehalten. Der 348 wird oft mit dem Testarossa verwechselt, der ebenfalls von Pininfarina designt wurde. Leider ist das aber nicht der Fall und jeder, der das sagt, ist Schalke-Fan und muss das Video liken, um seinen Fehler wieder gut zu machen. Entweder war die Designschmiede zu faul und hat auf den letzten Drücker kleine Änderungen vorgenommen beim Testarossa und es für den 348 abgegeben oder der gute Enzo hat das mit Absicht gemacht, um ein Zeichen zu setzen gegen Armut. Und das bevor er 1988 seinen Tag-Team-Partner Mesut Özil in diese tolle Welt ausgewechselt hat. Der Testarossa war nämlich deutlich teurer als der 348 und sollte den Kunden das Gefühl geben, dass sie keine armen Schweine sind. Vielleicht lag es auch einfach nur daran, dass der 348 ein Volumenmodell von Ferrari war, um mehr zu verkaufen. So oder so wurde mit den Egos der Menschen gespielt, also das, was Louis Vuitton, Gucci etc. heute machen, hat Ferrari damals erfunden. Dem Pöbel Sachen geben, die teuer sind, damit sie denken, sie wären was und den richtig teuren Stuff bunkern sie für Leute mit richtig Geld, wofür sie nichts machen müssen, da es einfach gespawnt ist. Die Frage ist aber, wer kauft auch lieber einen Ferrari, der aus einer Zeit stammt, wo Achselhaare als männlich gelten, anstelle eines modernen Kalifornias, in dem man mega männlich den Barbie-Song mit Autotune mitsingen kann. Damit Geldflexen geil ist, wofür man nichts geleistet hat, außer seinem Großvater einen abzuschrubben, kann man auch in seinem Rolls-Royce angeben. In so einem Ding wischt man sich eben die Tränen deutlich besser weg und versucht den Fakt zu ignorieren, dass er noch einen hochkriegt und sein Atem irgendwie nach Periode riecht. Der Milliardär-Großvater wusste halt, dass er seine Nichtsnutz von Enkel auf die Rückbank kriegt, wenn er sagt, er gibt ihn seinem Phantom. Blöd ist an dieser Stelle nur, dass die ersten 6 Generationen der Phantoms aussahen, als hätten sie noch den Urknall miterlebt. Ab den 70er Jahren hat sich das dann aber geändert mit dem Silver Shadow, wo die Chance höher ist, dass man so einen Old Money Cringe-Beard sieht, wie er verzweifelt versucht, nicht wie Müll auszusehen, weil alle wissen, dass er nichts in seinem dreckigen Leben geleistet hat. Früher waren die Dinger sauteuer, aber mittlerweile kriegt man die für 30.000 Euro in akzeptablem Zustand. Für das Geld den Spirit of Ecstasy vorne begutachten, während man auf Ersatzteile wartet, ist schon halt recht al dente. Wirklich cool ist das aber nur in England, weil nur Inselaffen darauf einer abgeht. Richtige Rolls-Royce-Fetischisten bunkern die lieber und meiden diese Modelle aus den Jahren aus Gründen eben. Rolls-Royce gehörte mal Bentley und was macht man da? Richtig, man baut Autos so, dass man sie nicht mehr voneinander unterscheiden kann. Ein Bentley Mulsanne ab 1980 war baugleich mit dem Rolls-Royce Silver Spirit. Verbaut waren dicke V8 Motoren und keine V12 Motoren, welche auch 6,75 Liter Hubraum hatten und diese von Rolls-Royce stammten anstelle von BMW. Im Mulsanne kam der V8 Motor bis 2020 vor und wurde nur knapp 60 Jahre lang gebaut. In den 80er Jahren war Rolls-Royce so arrogant, dass sie die Leistung mit "Geht dich nichts an, du Lutscher" angaben. Vielleicht sagten sie auch ausreichend, aber das kommt aufs Gleiche hinaus. Es waren aber irgendwas zwischen 200 und 300 PS. Bentley sowie Rolls-Royce sind immer schon teure Autos gewesen, dennoch hat das Wort Wertverlust hier sehr große Bedeutung, da man die schon für unter 30.000 Euro bekommt mit TÜV und H-Zulassung. Je nachdem, was für eine Art Mensch man selber ist, muss man die Zulassung auf HS umstellen. Diesen Wagen gab es noch in einer Version auf Steroiden namens Turbo R oder Turbo S, welche mit einem großen Turbo ausgestattet waren für Highspeed-Orgen im 2,5 Tonnen Superfettsack. Das ist daher krass, weil das damals nicht üblich war in so einer dicken Bertha. Diese Werte hat das damalige 911er Porsche G-Modell aus den Jahren nicht mal erreicht. Auf der Autobahn also der Pimpslap mit weißen Samthandschuh und Babypuder. Mercedes Pagode klang damals wie eine Einladung zum Benutzen von Geox-Kondomen. Für nichtsahnende Noobs ist das ein SL, der zwischen 1963 und 1971 gebaut wurde, der intern W113 heißt. Pagode ist eigentlich ein mehrgeschossiges, turmartiges Bauwerk, wo die einzelnen Geschosse voneinander abgetrennt sind. Quasi ein Phallus-Turm mit mehreren Eicheln, wenn man so will. Pagode war also eine Aufforderung zum Liebesakt. Das Pendant zum heutigen Zeitgeist, der fast genauso eloquent, aber etwas weniger subtil ist. Schuhschnecke, wie geht's?
SL steht für sportleicht bei Mercedes und ist bis heute nur als Coupé oder Cabrio verfügbar, welches schnell und luxuriös sein musste. Ein gut erhaltenes Modell kostet gerne seine 100.000 Euro. Neu restaurierte kosten sogar gerne mehr als das Doppelte. Brabus will sogar 300.000, weil sie ja ansonsten am Existenzminimum leben. Durch Freundschaft baut sich so ein Ding ja nicht von alleine. Also daher meine Frage, warum so günstig? Ein Mercedes aus dieser Generation sieht danach aus, als würde man seiner Haushälterin vormachen wollen, dass man seine Ehefrau verlassen wird, um in Armut mit ihr und dem Affenkind gemeinsam zu leben. Genau deswegen holt man sich so ein Ding und nebenbei weiß man, dass Fahrer von SLs Geld haben und oder an den Eutern ihrer Haushälterin saugen. Das Alter ist eben nur eine Zahl. Rednecks, die vergessen, dass sie immer noch Rednecks sind und ihre Vorfahren sich mit ihren Verwandten multipliziert haben, würden einen alten Mustang nehmen, um damit anzugeben vor ihrem texanischen Vater mit Schlaganfallakzent. Bei Groupies mit Hufschmied-Vibes davon ist der Mustang 1, welcher bis 1973 gebaut wurde, der einzig wahre. Dieser wurde in vier Generationen unterteilt, was bei Amis Mark heißt. Wer Mark ist, weiß ich bis heute nicht. Wahrscheinlich ihr fester Freund oder so. Im Prinzip waren das aber nur Facelifts und keine neuen Modelle. Ursprünglich war die schlaue Idee von Ford, welche den hohen IQ der Amerikaner widerspiegelte, dass sie ein leichtes Familienauto mit vier Sitzen rausbringen und kein Muscle Car. Raus kam ein Coupé, was bei den Babyboomern für Anklang sorgte, da am ersten Tag über 22.000 Einheiten verkauft wurden. Der erste von 64 bis 66 ist nicht so beliebt, aber die zweite Version ab 67 schon eher. Amis waren damals schon leicht zu beeindrucken. Nicht nur mit Ketchup und Eiswürfeln, sondern mit Zahlen. Bei den alten Mustangs kamen gefühlt stündlich neue Veränderungen hinzu. Neuer Grill, neue Rücklichter, andere Karosserieform und so weiter. Freaks unterscheiden hier nach Monaten. Wenn man so einen fragt, was sie denn genau fahren, dann klingt das ungefähr so. 67er Ford Mustang Fastback Shelby GT 500e. Jetzt könnt ihr euch mal selber fragen, wie jemand aussehen muss, der so die Frage beantwortet. Zum Erfolg beigetragen hat die Filmindustrie mit dem Film Bullet und der Mach 1, der nicht wegen seiner Leistung so beliebt war, sondern wegen der Rennstreifen. Irgendwann gab es eine kleine Ölkrise, weshalb die hochvolumigen V8 Motoren nicht mehr so gut verkauft wurden und die zweite Generation des Mustangs dann halt floppte wegen fehlender V8 Motoren. Ford bot nämlich nur noch 4 und 6 Zylinder an. Mit der 2000er Wende wurde es aber erst richtig teuer, aber hey, da hielt der Ami es halt für korrekt, wieder hochvolumige V8 Motoren zu verbauen, die richtig schlucken. Jedenfalls sahen die Modelle bis zur 5. Generation aus, als hätte sie Stevie Wonder designt und daher ist die erste so teuer. Wie teuer sind die? Gut, dass niemand gefragt hat. In einem komplett restaurierten Zustand kosten sie 140.000 Euro und ein normaler für uns Durchschnittstrottel 20.000 bis 30.000 Euro. Die heutige verbale Genitalgala auf Basis der Automobilindustrie und unwichtiger Nebencharaktere, die nichts im Leben gerissen haben, ist somit beendet. Ihr dürft jetzt schon liken und abonnieren, falls nicht schon getan. Grüßt daher Frau und meine Kinder von mir. Tschüss.